So. Ja, ja, bla, 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 so eine Chess. Heute sind keine großen Monster da, wer es glaubt. Und ich bekomme einmal Riesendung und zweimal Dung. Perfekt. Und ich brauche 300 Punkte. 90. Ja, ich brauche noch ein paar Punkte. Scheiße. Okay. Rohstoffinfo, was haben wir denn hier? Perle, Haihaut, Schnabel, Quallischwamm, paar Fische. Alter, das ist scheiße. Tja, großer Juggy, du musst wohl doch noch dran glauben. Tja. So, verstauen. Weg, 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 weg. Aber vorher gucken wir nochmal nach, was wir jetzt genau schon alles einpflanzen können an der Farm. Ach, der Jug. Ach, der große Juggy wird sich freuen. Ach, jetzt genau, jetzt kann ich Käfer anpflanzen. Aber momentan brauche ich ja Gott sei Dank nichts. Oh ja, jetzt kannst du drei Sachen anpflanzen. Ach, ich kann die sowieso aus meiner Box anpflanzen. Ach, wie schön. Aber sonst brauche ich da nichts. Na dann. Schnappen wir uns mal ein paar Tränke und gehen den Juggy killen. Den Juggy. Den Groß-Juggy. Na, Ausrüstung will ich eigentlich nicht verdingen. Verwalten. Trank kommen hier, 5 Tränke, wir brauchen den Scheißwind schon. Ein Bettstein, brauche ich nicht. Schönes war's eigentlich. Ich werde noch eine Farbbombe mitnehmen, aber ich weiß ja, wo der, wie und wo der Großjuggy sich bewegt. Der geht immer in Gebiet 6 zum Heilen und ja, sobald mein Name getroffen hat, weiß man ja, wo er ist, weil man ja. Weil man ja sieht, durch welchen Eingang er abhaut. Ist im Prinzip ganz einfach, wenn man es einmal komplett verstanden hat, das Prinzip von dem Spiel. Hat aber, mich auch noch eine ganze Weile gekostet. Laufen, 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 laufen. So, dann werde ich mal frei. In der Hoffnung, dass der Großjuggy jetzt hier irgendwo ist. Ich habe nichts zu essen mit. Egal. Wir könnten jetzt hier warten. Ich weiß jetzt nicht, ob der über 5 nach 2 nach 3 läuft. Ich glaube, das biege ich gerade nicht an, ja. Der Klügere gibt nach, ich gehe weg. Sehr froh, dass ihr Kelpies unnütz seid und niemand was von euch will. Der Großjuggy ist schon abgehauen. Also ich hoffe mal, dass der Großjuggy jetzt auch hier irgendwo ist. Fossilienstück. Quinn. Das dürfte ich, meine ich, doch auch gegen ein bisschen Geld, ach, gegen ein paar Rohstoffpunkte eintauschen können, oder? Aber es sieht so aus, als ob der Großjuggy jetzt komischerweise nicht spawnen will. Ne, irgendwie nicht. Vielleicht lockt ihn ja der Geruch von frischem Blut an. Guck mal, hier gibt's frisches Blut. Mal gucken, ob sie ihn anlockt. Ach, schöne Sternschnuppen. Ich finde das Spiel Monster Hunter 3 schon geil.
Was ich dann auch nochmal, wenn wir hier warten, erzählen kann, ist, dass Ausrüstung... Genau, es gibt Ausrüstung, die haben Effekte, Visionen, Grillen, Karte, bla bla bla. Die können einem halt helfen. Und die geben dann halt, wenn man genügend davon hat, also 10, braucht man mindestens, dann kriegt man, dann kriegt Equipment besondere Effekte. Dann bekommt man selber besondere Effekte. So. Wie genau die alle nochmal waren, weiß ich nicht, aber die sind am Anfang sowieso uninteressant, da man eh erst gegen, ja, irgendwo mindestens mittig vom Spiel eher was bekommt. Aber wenn wir schon auf keinen Jagia treffen, dann hole ich mir wenigstens noch ein bisschen Machalit-Erz. Ich weiß auch genau, wo ich es herbekomme. Ich könnte auch noch den blauen Stein da hinten. Oder falls irgendwo einen blauen Stein erfahren, aber eine Abkürzung nehmen. Und zack, erstmal nach. So. Und jetzt geht's hier links, die Abkürzung runter nach 11. Jump! Die ganzen Jäger, die können ruhig, die können ganz schön was aushalten. Klatsch. Und runter da. Wir gehen nämlich jetzt nach Gebiet 12. Da oben ist übrigens noch so ein Wasserding, wo man auftauchen kann. Voll schön. Wollte ich euch nur mal zeigen, weil ihr das wahrscheinlich nicht sehen werdet. In das Licht. Ne? Immer wenn ihr ins Licht schwimmt, kommt ihr hier hin. Moinsen. Wollt ihr eh nochmal eine Ludrot-Rüstung oder Teile davon verwenden? Beziehungsweise ich brauche hier davon noch was. Kann ich dir gleich auch nochmal wegjagen. An dem blauen Stein da hinten in der Ecke ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Machalit-Erz findet, eigentlich so mit am höchsten hier in der Gegend. Huh, 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 huh. Na, wie geht's denn? Ja. 29 Punkte habe ich schon. Hydrohaus. Ah genau, hier bekomme ich auch Dung her. Könnte ich hier an diesem, naja, Kadaver könnte ich hier sammeln. Dann könnte, weiß nicht, Knochen kriege ich hier nicht, meine ich, Dung? Krieg ich hier nicht vielleicht noch Dung? Na, scheinbar nicht. Ich mal kurz am Mikro drehen. Nee, dreh nicht, ist ein bisschen nach unten fast. Bewegen, okay. Sie ist ein, ich bekomme da keinen Dung raus. Wenigstens krieg ich noch mal einen Loot-Ort. Komm, ich will dich betäuben. Das ist sauschwer. So, erstmal töten. Na, eigentlich schon geschafft. Unreifer Schwamm. Ja, was ist denn? Dort habe ich deinen Kumpel getötet. Oh, tut mir leid. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich die Sachen... Eigentlich hatte ich ja erst überlegt, aber ich lasse die Sachen, die ich brauche, zum Farmen raus. Aber ey, so ein Dort bringt echt Punkte. Aber ich lasse die Sachen, zum Beispiel Materialfarmen, die kann ich jetzt so nebenbei noch ein bisschen machen. Machalit-Erz. Eisenerz. Hier bekommt man nämlich meistens immer Machalit-Erz, immer so ein paar. Wenn man Glück hat. Zwei schon mal. Als Spitzhacke gebrochen. Wasserglanzjuwel, Wasserglanzjuwel. Noch ein Wasserglanzjuwel. Eisenspitzhacke zerbrochen, noch ein Wasserglanzjuwel und Eisenerz. Alles klar, und ich glaube. Ja, ich könnte noch mal gucken gegen Vogelbübernsteine. Das heißt, ich schwimme wieder zurück, kill noch ein paar Juggies und dann mache ich erstmal Ende. Was auf jeden Fall das Jagen hier im freien Feld betrifft. Danach gucken wir noch mal, was machen kann. Eine Quest. Dann mache ich auch Aufnahmesession Ende. Guck, was mein Mo von mir will. So lange sollte ich hier sowieso nicht mehr rumkämpfen. Meine Ausdauer wird nämlich immer geringer.
Schneller klettern, schneller klettern, schneller, 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 schneller. Und er ist oben. Tja, die Jäger sind schon harte Kerle. Hier haben wir auch schon ein paar Juggies zu hören. Juggy. Das ist eigentlich 150 Punkte. Und so ein Juggy 5 Punkte? Ernsthaft? Wenn ich jetzt welche 70 stehen habe, dann lol. Komm da raus, wenn ich da reinrennen will, ich das Gebiet wechseln. Los, komm her. Komm her. Kommst du wohl. Danke. Yep, bringt 5 Punkte, wirklich. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass ich noch Vogelwiebernsteine hiervon bekomme. Naja, vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen Machaliterz. Hat der ganz viel. Eisenerz, nö. Und dann nochmal kurz nach 7, 6 und 3. Nach 7 und 3 gehen. Ich glaube, der große Juggy kommt wirklich nicht. Dafür müsste ich wirklich dann ein paar Mal schlafen. Ach, schon doof mit den Dörflerbitten. Man würde auch merken, dass ein Juggy ja groß Juggy kommt, indem wir die ganzen Viecher abhauen. Naja, dann erstmal zu Kondor. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt überall immer folgen. Oder halbwegs. Ich glaube, ich war lang genug weg des Tags, oder? Jau. Ja, Mann, voll geil hier, voll dra. Ja, ich muss noch was mit dem Rohstoffe erzeugen, könnte ich noch machen. Jagdbericht. Meine Rückbox senden. Nee, nicht irgendwie. So, Moga-Prognose. 2 Großjuggies übermorgen, ja, nee, ist klar, ich brauche nur einen, Alter. So. Weil ich keinen Bock habe, jetzt nochmal zu dahin zu gehen, beende ich diese Folge dann lieber mit einer Sammelquest oder so. Auf jeden Fall meiner Quest. So. Gucken wir mal noch den Waffen. Wie es jetzt hier läuft. So. Ich könnte hier natürlich eine bessere Waffe machen. Ja. Ja, Penis, schon klar. Oh, dafür würde mir Geld fehlen. Hierfür würde mir... ja. Knochentomahawk. Ja, Kolopeko-Federn. Habe ich noch nicht. Ich brauchte Vogelwüvern-Reißzahn oder einfach Geld. Okay. Oh, warte mal. Ist die Waffe überhaupt besser als die, die ich gerade drin habe? Waffe schmieden, schmerz. Ja, ist sie. Hat sogar noch ein sehr hauchdünnen, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch erkennen könnt, aber hat einen hauchdünne grüne Schärfe am Ende nochmal. Alles klar. Geben wir auch kein Geld aus. Fressen höchstens schon mal noch. Gutschein habe ich noch einen. Benutze ich aber nicht. Da, jetzt kann man jetzt zum Beispiel sehen, was das bringt. Probier einfach alles durch. Was haben wir diesmal? Komm, mit Geld bezahlen. Die 50 Zets sind auch nicht so schlimm. Komm, 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 komm. Oh, ich krieg Hunger. Sauerstoff erhöht. Und verliere Mut. Und Polierer. Ich glaube, Polierer, weil ich kann schneller meine Waffe. Ne, das war irgendwie schärfer. Egal. Käferjagd, Kristallknochen. Das ist die Sandebene. Fange einen Großjuggy. Das mache ich auch noch irgendwann. Sandebene, Sandebene, Bündnisinsel. Kommt, Leute, ich zeige euch mal nochmal zum Abschluss
die neue Ebene. Auf! Unterwegs zum Ziel. Willkommen in der Wüste! Nach dem Ladebildschirm. Willkommen in der Wüste.